Rote Nellengelben Buchtengrotten 30 Meter Beschlau aus dem Fahrzeug und jetzt geht's ab zur Planfernfunk mit CubeCon LP. Und ich bin heute mal wieder auf dem Hive-Server und zwar ein auch richtig, richtig cooles Spiel, nämlich Block Party. Das Ganze ist von Dancecade. Und das hat Dancecade auch denen zur Verfügung gestellt. Gesehen habe ich das Ganze beim lieben Herr Bergmann. Und ja, es ist so ein bisschen. Ja, muss halt hier auf die Farben gehen, die einem hier im Inventar angezeigt werden und auch oben stehen. Und im Hintergrund läuft Musik. Ich hab's, das ist ein bisschen leise, sehe ich gerade. Es ist verdammt schwer, sich zu konzentrieren. Oh, Gott sei Dank, was sehe ich die Gefahr. Ja, manchmal ist es extrem schwer, die Gefahr rauszukommen. Und ja, das ist so eine Browser-Seite. Oh. Und das finde ich richtig cool gemacht, das feiere ich einfach richtig, das bei Dancecade, das ist, finde ich, ein bisschen besser fast noch, aber bei Dancecade ist es leider so, dass halt Copyright-Musik kommt. So, da kommt dann richtig geile Musik, es geht übelst ab, aber es ist halt nicht so YouTube-freundlich. Es gibt zwar auch nicht Copyright-Songs, nee, das ist es nicht, verdammt. Ja, da habe ich schon gefailt. Da merkt man, die Runden, die gehen eigentlich ziemlich schnell. Manchmal bei Dancecade geht es dann so ein bisschen langsamer, das gefällt mir ein bisschen besser. Die Farben sind richtig übel, man muss sich eigentlich richtig heftig konzentrieren. Und, ja, im Moment ist bei Hive manchmal so ein bisschen das Problem, dass es so extrem voll ist, dass man da gar nicht reinkommt oder rausgekickt wird. Das ist bei Dancecade anders, weil Dancecade ist aber jetzt eben so, so um die Mittagszeit, dass da zu wenig Leute drauf sind und auf Hive, hier seht ihr, es geht jetzt einwandfrei. Ja, die Wartezeit ist ein bisschen lang, finde ich persönlich. Vor allem, es ist jetzt voll und es dauert immer noch über eine Minute, was ich richtig heftig finde, aber es ist gar nicht mal so schlecht, da kann man noch so ein bisschen chillen, ein bisschen erklären. Ja, ich habe das Ganze bei mir Bergmann gesehen. Könnt ihr übrigens mal abchecken, finde ich richtig cool, vor allem, weil er halt nicht irgendwie nur immer Endergame spielt oder so, sondern wirklich viele verschiedene Spielmodi auf vielen verschiedenen Servern. Ich habe da schon richtig geile Sachen entdeckt und ich finde das ja auch irgendwie Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass man da so ein paar Spielmodi mir vorstellt. Macht richtig Bock auf jeden Fall. Das Spiel ja auch gut, das ist auf Hive, da das bekommt man schon mal mit. Und ja, ich finde es auf jeden Fall richtig cool, auch eben, dass es da so ein Browser-Plugin gibt. Auf Dancecade ist das Ganze noch ein bisschen ausgereifter wie jetzt auf Hive. Könnt ihr mal drauf gucken auf jeden Fall. Wir haben es ja auch erfunden, Dancecade. Und das finde ich richtig geil. Das muss richtig viel Arbeit gewesen sein. Und ich werde mal schauen, es geht jetzt gleich los. Ja, wie gesagt, die Wartezeit ist ein bisschen lang. Und mal schauen, hoffentlich steigen wir jetzt ein bisschen mehr durch. Beziehungsweise dauert das Ganze etwas länger. Und ja, hier auch, wie die Zahlen da über die Maps sind, das ist einfach richtig geil gemacht. So, ich hoffe, jetzt passt das und jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Das war jetzt richtig geil, weil die Musik natürlich zu laut war. Hat das Ganze nicht gepasst, aber das macht gar nichts. Jetzt gehen wir nämlich hier rein. So, und ihr seht auch, das aktualisiert sich automatisch, wenn man irgendwo drauf joint. Das ist richtig heftig. Ich weiß nicht, wie das gelöst ist. Dann seht ihr eben das, was ich meine, ja. Wir sind zwar extrem viele Spieler, aber es dauert noch 270 Minuten. Jetzt wird es geschottet zu 1,5 Minuten. Was ich persönlich einfach viel zu lang finde. Und ja, gestern war Mittwoch. Nein, war Donnerstag. Oh, da sieht man mal, das ist so heftig, wenn man nicht in der Schule ist, regelmäßig, ja. Dann verplant man die ganze Zeit, da weiß man nicht mehr, was ist jetzt für ein Tag. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht in den Ferien. Ich habe ja jetzt so ein bisschen Ferien noch bis Montag. Und ich war jetzt seit Fastnacht war ich nicht mehr so in der Schule, nur noch zum Arbeiten schreiben. Also seit Ende, also es ist fast ein Monat, weil ich jetzt nicht mehr in der Schule, das war richtig heftig. Ich habe natürlich gelernt, so rum wollte ich das Ganze sagen, also ich habe jetzt nicht so richtig Ferien gemacht, andere konnten mehr Ferien machen, andere haben auch Ferien gemacht, aber das ist ja eben seine Sache. Und ja, dann war jetzt gestern, haben die letzten Abitur geschrieben, also die schriftliche Prüfung, das ja, und da haben wir ein bisschen Party gemacht und ich fand das irgendwie richtig geil, ich war auch dabei. Am Abend sind die ganzen da noch in eine richtige
Eine richtige Disco, ja, eine große Disco, da war riesen Abi-Feier, da bin ich aber nicht mitgegangen. Hatet ihn. Was für ein Unmensch. Nein, ich bin einfach nicht so der Party-Typ. Ich denke mal, das muss man auch nicht sein. Und ja, jedem das seine, aber es hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich hier mal so ein kleines Video einspielen. Aber naja, so perfekt. Wir haben ein bisschen Schule Eskalation gemacht. Ich denke mal, das macht man halt, wenn man so Abitur hat. Aber es war richtig friedlich und hat auf jeden Fall richtig viel Bock gemacht und sowas. Gehört auch dazu, das heißt, Leute, die Message dahinter ist eigentlich nicht, dass man Party machen, sondern dass man sich anstrengen soll. Dann kann man auch Party machen, dann hat man das auch verdient und es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man halt auch regelmäßig in die Schule geht, etc. Oh. Ich hoffe, das ist richtig. Das scheint richtig zu sein. Jawohl. Ja, auf Dance Arcade ist das Ganze noch ein bisschen anders, aber ihr seht das ja dann. Ich finde es so gesagt ein bisschen besser, könnte aber leider nicht spielen. Weil, ja, Copyright-Musik und das ist auch ein bisschen laut noch. Weil, nee, das passt so. So. Ich glaube, das Lied ist einfach nur so laut. Und jetzt haben wir mal hier Queen. Ja, das geht ja easy. Und ich finde das richtig geil. Ich kann mich nur wiederholen, dieses Spielmodus. Mit der Musik, das macht's richtig Laune. Oh, gleich wieder in die Mitte. Nee, das ist nicht die Mitte. Ah, oh, da hast du aber viele genutzt. Oh, das ist halt richtig heftig krass. Dass die Farben dazu erkennen. Das macht halt irgendwie richtig Bock. So, jetzt hat sich das Ganze wieder aktualisiert. Das ist richtig cool, weil jetzt können wir das auch nicht passieren, dass der Game-Volumen oder halt diese Musiklautstärke zu groß ist. Ich finde, das macht richtig Bock, vor allem wenn man auch noch mit einem Kumpel spielt oder so, dann macht es übelst Fun. Dann hat man auch ein bisschen eine Challenge und ja, das war's eigentlich so diesem Spielmodus. Es wird auf jeden Fall die Tage. Nein. Ja, die Tage werden auf jeden Fall noch ein paar neue Videos kommen. So langsam muss ich jetzt allerdings auch mal wieder gucken, dass ich so ein bisschen in den Schulalltag wieder reinfinde, denn das finde ich jetzt so ein bisschen blöd auch irgendwie, dass halt jetzt ja, dass der Schulalltag jetzt weitergeht und dass jetzt nicht einfach so die mündlichen Prüfungen kommen und dann war es das. Sondern jetzt hat man nochmal so einen Monat, da kommen noch die ganzen Nebenfächer, dann meinen manche Lehrer, jetzt müssen sie es uns nochmal geben und dann unnötige Präsentationssachen, ja, ihr kennt ja die Lehrer selber. Das sind Zander. Auf jeden Fall muss man da auch ein bisschen gucken, da kann man jetzt nicht nur abchillen, aber Ende Mai habe ich es dann auch geschafft. Und weil ich denke mal erstmal fett chillen. Das Wetter ist ja heute auch wieder ideal. Ich werde jetzt auch, werde mir jetzt noch ein bisschen Essen danach gönnen und werde dann auch rausliegen, weil am Wochenende, also das heißt an dem Zeitpunkt, dem ihr das Video wahrscheinlich gucken werdet, da soll es bei uns schon wieder schneien. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich gucke raus, Sonne, blauer Himmel, so, das wollte ich eigentlich sagen. Und es ist einfach richtig fett. Aber was ich eigentlich auch noch sagen wollte, jetzt bevor wir hier jetzt in die letzte Runde starten. Also noch ein paar Rules, ich sick to hab, vote. Ah, man kann jetzt hier auch voten. Das ist jetzt neu. Das kann man nämlich. Ja, ihr seht auch die ganzen Songs mal, die es hier so gibt. Ich finde Make a Cake. Oh, da ist jemand von Funnel. Fett. Was ist das? No. Was ist das? Oh, da haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Ja, was ich auf jeden Fall noch erfahren wollte, habt ihr irgendwie ein Modpack oder irgendwas, was ihr mir vorschlagen, was wir so ein bisschen zocken könnten? Mir sind gerade so ein bisschen die Ideen ausgegangen für den Kanal. Oh, da hat es richtig viele genutzt. Was ist denn das für eine Farbe? Das dürfte das hier sein. Und, ja, das ist auf jeden Fall die Idee, ne? Das hier muss man sich richtig konzentrieren, da kann man eigentlich nicht gescheit reden. Weil da muss man sich echt, die Farben sind richtig mies, weil manchmal ist es Wolle, manchmal ist es harten Clay. Aber es ist so geil einfach. Ja, super geil ist das Ganze. Orange, hier, perfekt. Ja, habt ihr irgendwie einen Spielmodus, den ihr feiert oder irgendwas, wo ihr sagt, oh, das wollen wir hier mal auf dem Kanal sehen? Dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Jetzt nur, ah, das dürfte das hier sein, jawoll.
So ist geil. Oder hast du wieder welche genannt? Das ist manchmal halt echt heftig. Auf jeden Fall würde ich mich da freuen über eure Inspirationen. Ist das das hier? Das ist das hier. Nice. Was ist denn das für eine Musik? Das habe ich gar nicht gesehen. Make a Cake. Jawohl, perfekt. Oh, Gott sei Dank. Das finde ich richtig geil. Das Lied, das ist eigentlich eine Parodie, also eine Minecraft-Parodie auf irgendwas. Das war das. Ne, das ist das. Oh! Ja, da haben wir es auf jeden Fall verkackt. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal richtig lange durchgehalten. Das ist, wie gesagt, in der Aufnahme ist es richtig schwierig, das zu machen, weil da muss man sich richtig konzentrieren, zumindest ich. Und ja, da würde ich sagen, ihr könnt dann gerne mal bei Dance Arcade oder auch hier auf 5 einfach mal den Spielmodus auschecken. Der ist richtig geil. Wie kommt ihr an die Musik? Vielleicht noch ganz kurz. Da gibt es hier oben eine Seite, hier, das ist doch bei Dance Arcade gleich. Irgendjemand hat gewonnen. Ah, perfekt. So, also da könnt ihr dann draufklicken. Am besten wird empfohlen, dass Chrome zu benutzen ist. Ich benutze es, ich weiß wie gesagt nicht, wie es bei anderen Spielmodis ist. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, man kann hier auch ordentlich Coins gewinnen, sehe ich gerade. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so sehen wollt hier auf dem Kanal weiterhin. Ciao.